Kapsel ist auch echt schwierig. Das müssen wir da noch wegsprengen, ne? Sehe ich gerade. Das wird aber, glaube ich, nichts mit wegsprengen. Ja, hier ist halt wirklich die Frage, wie kriegen wir es noch vernünftig angebunden, ne? Also wir können jetzt hier nochmal so ein fettes Wohnhaus reinmachen, aber was machen wir dann da in die Mitte? Und was machen wir dann da in die Mitte? Ein Treppenaufgang. Dann hätten wir den Weg da oben auch mit dran verbunden. Ne, Moment, der nicht. Der muss nach da unten. So, dann machen wir das Ganze nämlich so. Dann hätten wir das auch durch verbunden. Und rein theoretisch, wenn wir hier jetzt noch ein Wohnhaus dran machen, müssten wir doch hier oben drauf theoretischen. Karussell drauf bekommen, oder? Na, komm. Macht der Autosave? Ja. Autosaves werden auch immer länger. Wir müssen uns ja hier irgendwie den Weg frei halten, dass wir da rüber kommen, ne? Und da wollen wir ja dann schon doch irgendwie hinkommen. Müssen wir das irgendwie hier hinbauen, oder? Geht das da drauf? Ja, ne? Muss ja, oder? Da Wohlbefinden, Karussell. Das würde gehen. Dann kämen wir aber da nicht mehr rum. Ist halt gerade die Frage, wie wir es am cleversten machen. Machen wir das einfach so. Und dann müssen wir nämlich da getriebetechnisch runter. Und von da aus kommen wir eh nirgendwo mehr hin, dann verbinden wir das einfach so, ne? Okay. Das heißt, wenn die das gebaut haben, müsste das ja erstmal dann auch alles funktionieren, ne? Jetzt ist nur die Frage, ob wir hier irgendwie noch ein bisschen Erde bunkern. Könnten das so machen. Einmal noch einen Weg dahin und ich glaube, dann würde ich hier ein kleines Lagerhaus für Erde hinmachen. Also, da dürft ihr Erde zwischenlagern. Wo haben wir es denn? Ne, Moment. Ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, dass ich hier Privatgüter auf kleiner Stapel, so einen kleinen Stapel brauchen wir, dass ich hier zu viel auf der Karte habe. Das ist, wenn ich hier spule und alles, das ist schon echt heftig. So, einen Tanzsaal haben sie auch noch gefordert, ne? Also wir versuchen mal einfach jetzt hier, während da hinten das Projekt baut, wirklich einfach nur stumpf Wohlbefinden zu pushen.
Die sind gar nicht mal so. Ist gebucht, ne? Eigentlich. Was wollen wir denn? Wollen wir hier noch irgendwas wassertechnisch anlegen? Müssen wir ja fast, ne? Müssen wir fast irgendwie. Machen wir das schon am cleversten. Wir brauchen auf jeden Fall hier Blöcke. Hier Blöcke und dann muss man mal kurz gucken, wie sah das Freibad aus. Wenn ich das Freibad hier hinsetze, wird das passen. Okay, das würde passen. Das heißt, dann würde ich jetzt hier einfach ein bisschen aufsprengen. Ja, machen wir mal ruhig über die komplette Breite. Wir können ja notfalls immer noch eine Brücke drüber bauen, ne? Dass wir aber hier nochmal so einen kleinen Wasserspaßbereich hinmachen. So, ne? Hat er den nicht zu Ende gebaut? Okay. Heißt jetzt, hier ist jetzt auf jeden Fall auch nochmal eine riesengroße Population, ne? Von daher, hier haben wir halt viel abgedeckt, decken wir da hinten ein bisschen was ab und dann sollte das fein sein. So, die Dings ist gleich vorbei, die Vollwasserflut, das ist sehr gut. Wir gucken aber nochmal eben kurz, was wir hier noch haben. Hier sind wir auf 50. Hier ist aber auch Freibad, Karussell, Schlammbad. Freibad, Karussell, Schlammbad. Aber wir hatten doch hier schon mal Schlammbäder irgendwo geupgradet, hätte ich fast gesagt, ne? Gepimpt, wie auch immer. Wie sieht es denn mit Freibädern aus? Freibäder können wir doch hier oben noch recht gut realisieren. Da können wir doch einfach nochmal zwei hinsetzen. Das ist doch recht schnell gemacht. Aber so ein Schlammbad ist ein Problem, ne? Vor allem, weil wir irgendwie Energie abzapfen müssten. Okay, wir versuchen mal was. Macht das hier oben in der Ecke noch Sinn? Hier haben wir nämlich keins, ne? Kriegen wir hier irgendwas Cooles gebaut? Frage ist halt nur, wie kommen wir hier treppentechnisch hoch, ne? Was haben wir denn hier drunter? Okay, hier würden wir einen hinkriegen. Kriegen wir denn da einen Dreier drüber? Auch nicht, da kriegen wir gar nichts drüber hier, aber. Okay, Moment, Moment, Moment. Also okay, jetzt kommt wieder mein crazy brain.
Was den ganzen Kram immer angeht mit Treppen bauen, ne? Also, dann gehen wir von der Seite aus hoch. Da drauf. Hoch. Da drauf. So, das heißt, dann sollten wir dort oben doch einen drauf bauen können hier. Also, haben wir es denn da? Schlammbad. Tada. Okay, Schlammbad haben wir. So, Karussell haben wir da hinten. Das heißt, wir bräuchten irgendwie am besten hier nochmal ein Karussell. Aber über die Pflanzen kann man gar nichts bauen. Nee. Das heißt, es würde hier noch bleiben. Das ist aber wirklich zu weit fernab, ne? Da haben wir die Dächer drauf. Kämen wir aber auch nicht mit Energie rüber. Der Freiraum ist nicht groß genug. Hier können wir überall drüber bauen. Wir müssten halt nur gucken, von wo aus wir dann mit dem Weg am besten rankommen. Da können wir auch drüber bauen. Das ist ja perfekt, da geht es ja fast gar nicht. So, so. Nee, Moment. Wir gucken jetzt erstmal, wie wir da vorne mit rankommen, aber das müsste eigentlich problemlos klappen. So, ne? Jetzt gucken wir erstmal. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, ob es so passt, wie ich mir das vorstelle. Karussell. Doch, das würde so funktionieren. Da ist ja hier jetzt. Nutzung vom Feinsten. Ne? Jetzt habe ich wahrscheinlich das Problem, dass ich hier oben drauf wieder nicht bauen kann. So, hier müssen wir dann runtergehen. Dann können wir das nämlich da anzapfen. So, die Frage ist nur halt, wie ich da nachher hinkomme. Ich glaube, im Idealfall kommen wir da so hin. Ja. Okay, das heißt, dann müssen wir hier aber wieder die Baureihenfolge einbehalten. So, erst der hier. Höchste. Und dann der hier. Zweithöchste. Und wir lassen uns das mal offen. Ich weiß zwar nicht, ob wir da nochmal über eine Zwischenebene durchkämen, aber wir lassen uns das mal offen, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwie energietechnisch da lang kommen. So, hier unten müssten wir ohne Probleme alles ziehen können. So. Haben wir das auch? Und Schlammbad, Karussell, Freibad. Tanzsaal, wo würden wir denn noch einen Tanzsaal hinkriegen? Boah, der ist echt, der ist mega Katastrophe, ne? Ja, die sind ja hier schon voll in den Abgründen unterwegs. Okay, so, wir müssen mal eben kurz einmal ein Auge da drauf werfen. Das hier ist immer noch nicht leer gelaufen, okay.
Hey, Moment, das geht hier auch voran, das Projekt ist sehr gut. Das ist sehr gut. Hatten wir denn eigentlich schon die Energietrasse auch darüber gebaut? Anscheinend erstmal nur bis da, ne? Es macht nur Sinn, wieder Windmühlen hinzusetzen, ne? Aber hier ist überall die Energieversorgung blockiert durch die. Durch die Bäume. Ich glaube, der Distrikt hier hat gerade so mit am meisten zu tun. Ist halt die Frage, gehen wir hier direkt schon runter? Wir müssen sowieso irgendwie gucken, dass wir von hier aus dann bauen, ne? Energieversorgung ist noch blockiert. Okay. Gefühl, dass hier auf dreifacher Geschwindigkeit das Spiel langsamer läuft als auf zweifacher. Wir haben so viele arbeitslose Biber, ne? Die müssten doch eigentlich sich alle mit Wohlbefinden so was von Honig um den Bart schmieren können, oder? Im Moment sind auch schon wieder 19 Roboter am Start, das ist auch gut. Oh, komm, werd sauber, werd sauber, werd sauber. Mal sehen, im Moment sind die Roboterköpfe wieder das Problem. Das heißt, wir müssen irgendwo nochmal eine Roboterkopffabrik anscheinend herstellen. Da müssen wir gleich mal gucken, in welchem Bezirk wir wirklich am wenigsten Roboterköpfe haben. Und ich würde sagen, können wir die hier aufmachen. Mal gucken, die dürften ja nicht kontaminiert werden. Das müsste eigentlich. Mal gucken, wie viel Energie bringt denn das hier? Boah, das ist schon ordentlich. Also wenn wir das auch noch mal mit ans Netz kriegen, ist das nicht verkehrt. Halt noch mal durchgängig Free Energy, ne? Na, hier laufen die ja noch dran vorbei, ne? Aber ich glaube, ich werde die da hinten hinterher bauen. Hier doch erstmal Wege drüber machen müssen. Dann müssen wir hier wirklich Stück für Stück bauen, ne? Damit wir da nicht hinterher wieder das Problem haben, dass wir da nicht drankommen. Guck mal, das läuft. Gucken mal eben kurz hier hinten. Der läuft auch sehr gut. Haben wir denn jetzt hier schon irgendwie dann spürbar was gemerkt? Ne, anscheinend nicht, ne? Das läuft auch. Schlammbad ist echt gut besucht, ne? So, jetzt muss ich nur überlegen, wo habe ich denn noch Schleusen zugemacht? Also die haben wir wieder offen, die haben wir offen. Und die hier hinten müssen wir wieder auf 0,5 machen. Das hier können wir noch nicht aufmachen. Hier sind wir auf 1,5. Das sollte dann überall passen, ne? Ja, das sollte dann passen.
Okay. Die sind fleißig dabei. Das Dynamit ist da. Dann können wir nämlich hier die Treppe wieder wegsprengen. Damit die das Ding hier bauen. Und dann können wir nämlich direkt hier abbiegen. Ja, und jetzt müssen wir uns gleich entscheiden, von welcher Seite aus wir bauen, ne? Also wir können theoretisch hier oben auch noch Windmühlen hinsetzen. Hier käme wieder eine Treppe hin, ne? Eigentlich hätte ich die Treppe da lassen können, so ein Mist mal wieder, ey, ich. So, und dann guckt man nämlich, wie die Windmühle dahin passen würde. Nämlich erst hier, okay. So, das kann ja alles von der Seite gebaut werden. Dann können die nämlich schon mal hier so einen hinsetzen. Und dann schauen wir mal, was das gibt. So, was können wir denn in dem Bezirk hier noch Gutes tun? Genau das gleiche. Freibad, Karussell, Lambad. Freibad, Karussell, Schlammbad. Okay, das können wir doch eigentlich alles hier oben schön hinmachen, oder? Freibad, Karussell, Schlammbad. Das hier ist doch fast prädestiniert dazu. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Vier, aber hier machen wir das etwas anders. Hier sprengen wir zwei tief. Dann. Warte, jetzt bin ich gerade verwirrt. Was ist denn das? Ja, ne, dann können wir das da genauso dran machen, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, sollte passen, wenn ich mich nicht total vertue. Okay, dann wäre eigentlich irgendwie am besten das Schlammbad, würde ich sagen, hier in der Ecke angebracht. Weil da können wir uns nämlich einfach die Energie von hier oben holen. Na. So, und der Vorteil ist nämlich, wir sind direkt auf der richtigen Höhe. Schlammbad. Und fertig ist die Laube, ne? Das Ding muss aber hier auch nochmal einmal hohe Priorität kriegen, sonst kommen die da nachher nicht mehr dran. So, und das Karussell hatten wir da hinten oben drauf. Könnten wir natürlich hier auch irgendwie machen. Wir können hier natürlich auch einfach sagen, dass wir. Den Bereich hier dicht machen. Und dann kommen wir von der Seite hinten mit der Energie rein, oder? So. Machen wir das einmal so. Ist ja wahrscheinlich gerade alles ein bisschen verwirrend und nur Mittel zum Zweck, aber
Wir brauchen gerade ein paar schnelle Lösungen, dann müssen wir dahinter ein bisschen schicker drum zubauen, ne? So, der kommt hier raus. Dann machen wir das einmal so. Okay, ich mache mal eben kurz Pause, weil ich weiß gerade nicht, ob ich gleich. Ich glaube, wir können hier eigentlich überall immer wieder abgreifen, ne? Ich würde aber da trotzdem einmal offen halten. Machen wir mal so, dass wir da auf jeden Fall auch hinkommen. So, das wäre das, das, das. Freibäder dauern hier noch ein bisschen. Da hinten können wir auch noch mal eben kurz gucken. Da kommt noch kein Wasser raus, okay. Okay, die sind da jetzt erst am Dynamit pflanzen. Okay, dann haben wir aber noch hier oben eben den letzten Bezirk. Was braucht er noch? Okay, die haben noch gar keine Monumente. Brunnen der Freude schon, aber wir brauchen noch Feuerschale und Monument der Bauern. Okay. Wo können wir das denn hinsetzen? Eigentlich ist, glaube ich, hier so der Beweg Dreh- und Angelpunkt, ne, oder? Wo so ziemlich alles durchmarschiert. Hier hin. Wenn hier hin und daneben. Da gehen uns aber links eine Menge flöten, ne? Nicht immer alles so einfach hier. Hier sind sie halt alle zu Hause, ne? Machen wir einen dahin. Und einen dahin. Fertig. So, das sollte dann für den Bezirk hier auf jeden Fall, denke ich mal, auch schon mal ordentlich was geben. Weihbad, Karussell, Schlammbad ist halt auch immer noch schwierig. Hier hat nur noch eins hingequetscht gekriegt. Kriegen wir hier aber nicht mehr. Oder? Ja, er müsste nur. Moment, doch, kriegen wir schon, oder? Eins, zwei, drei, vier. Da müssten wir doch auch noch eins hinkriegen, oder? Ja, natürlich. Natürlich kriegen wir da noch eins mit hin. So, Freibad. Okay, Karussell. Haben wir hier überhaupt ein Karussell? Eigentlich nicht, oder? Doch da. Das, ach stimmt, das haben wir gerade frisch gebaut und das Schlammbad auch. Okay. Das heißt, das kann sogar sein, dass das noch vielleicht ein bisschen nach oben geht. Lagerfeuer, Dachterrasse. Lagerfeuer. Machen wir hier noch zwei hin. Machen wir das so, oder? Das sollte, glaube ich, erstmal gut sein. So, hier hinten das Wasser steigt. Also eigentlich auch mit den Wasserreserven klappt das eigentlich auch ganz gut, ne? Dafür, dass ich ja hier die Pumpen dann abschalte. Oh, hier kommt langsam ein bisschen Bewegung rein. Okay, das ist deutlich besser besucht als das, ne?
Geht das da auch wirklich, dass sie nicht zu weit weg sein dürfen? Also, das ist auch gleich fertig. Ich brauche hier aber doch noch mal ein paar Blöcke rundherum. So, und jetzt brauchen wir hier einmal einen Flüssigkeitsableiter. Na, deswegen brauche ich da nämlich noch mal den Weg rum, dass wir da auch noch Sachen dran kriegen. Und hier können wir dann theoretisch auch damit rumgehen, ne? Ja, das sollte gut sein. Okay, dann Wohlbefinden. Soll ich das mal eben kurz da verdampfen lassen? Genau. So. Dann machen wir hier nochmal Duschen für nasses Fell hin. Dann müssen wir aber hier auch nochmal eben auffüllen. Kommen wir nämlich auch hier mit dem Weg drum zu. Das ist ja auch alles schick. Und dann machen wir hier. Ach, wo haben wir es? Nicht duschen, Freibad. Ach, diese Autosave, ne? Das ist echt. Okay. Okay, perfekt. Ist ja schon nahezu mehr als perfekt, ja. Okay. Ja, dann können wir aber noch mal gucken. Können wir hier noch ein bisschen Dekoratives hinmachen, ne? Eine Laterne. Eine Biberstatue. Einen Strauch. Und was gibt es hier noch? So ein Posten, Pfosten. Hier kommt noch eine Vogelscheuche hin. So, was war denn in dem Bezirk? War nasses Fell? War das krass oder war das nicht krass? Wir gucken mal eben kurz nochmal. War schon, also würde ich hier doch noch ein paar Duschen hinmachen, glaube ich. Na, da, da. So, da. Und hier auf die Ecke. Dann machen wir noch so einen Schrein. Und noch ein Schleifstein. So, dann sollte hier der Bereich auf jeden Fall auch in Ordnung gehen. Und ja, ich sehe schon, wir sind bei 40 Minuten. Ja, hier gibt es demnächst nochmal einen ordentlichen Powerzuschuss. Das ist doch nicht mehr ganz so viel, oder? War nicht vorhin über 2000. Na egal, aber es gibt auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Zuwachs. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Und ich würde sagen, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch ein paar Projekte habt, was wir hier angehen sollen, weil ressourcentechnisch haben wir ja mit mehr als genug. Wie gesagt, ich werde gucken, dass wir die hier noch ein bisschen zufriedener kriegen, die ganzen Biber. Und ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt. Wenn ja, vielen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.